It's in my veins, in my heart, on my skin. Teach me a lesson, her sex is a weapon. Black holes, chemicals burn in my brain. The way that she loves me is fucking insane. Hands on my body, body, I'm feeling godly. I'm a friend of the devil. I'm a dangerous rebel. So, und damit hallo und herzlich willkommen beim weiteren Black Desert Online Stream. Da bin ich wieder. Mit mehr Gier das erste Mal in Hysteria wieder. Warte mal. So. Ein bisschen was. Ah! Hallo, Linoxi! Was für ein aktueller Zustand? Lass mich mein Zelt hier hinstellen. So, jetzt. So, hallo Linuxi. Hallo Sascha. Moment. Von ein paar Pets. So, und hier und jetzt. Jetzt Attacke. Du warst doch ja der Erste hier. Was ist denn los? Hast du Homeoffice? So wie jeder wahrscheinlich momentan. Ich muss gestehen, ich habe noch keine Prizi-Kristalle in meiner Blackstar. So einfach so viel los bei mir. Ja, hallo Gina. Nichts zu tun. Aber bist schon zu Hause oder bist du auf Arbeit? Homeoffice, Schule, WTF, ehrlich? Lul? Da habe ich mich aber gerade beeilt hier anscheinend. Kommt der, macht ein Duell? Nö. Die ist weggegangen. Ich hoffe, es geht allen gut, ey. Studium erstmal Riff. Ja, ich hab's schon mitbekommen, ey. Alle Unis zu und so. Bei mir boomt's richtig nicht. Ich hab so viel zu tun. Ich bin ja eh schon immer im Homeoffice. Bei mir ist richtig viel zu tun. Meine Stimme. Lauter? Oder was heißt denn Latze? Lauter? Leiser? Ist Musik zu laut, oder was? Lauter! Echt? Aber ich bin voll überschwemmt. Warte, ich mach die Musik ein Stück leiser, okay? So. Latze immer durch die Hose atmen. Richtig gut. Ich bin noch ein bisschen lediert, aber es geht. Ich bin das erste Mal wieder grinden seit ein paar Tagen. Oh yeah! Davon habe ich auch schon ein paar gesammelt. Leiser? Was leiser? Ja, warte nun, lauter oder leiser? Ich bin verwirrt. Musik leiser. So? Das ist Millimeterarbeit mit der Mucke. Passt alles. Okay, gut. So, wenn Luma sagt, passt, dann passt das. Pech gehabt. Das liegt an deinem Headset. Keine Ahnung. Passt, denke ich schon. Okay, gut. Girl, ich kann dir nie was recht machen, ey. Hallo, Pilot Bell. Ich fange damit bitte an. Welche Klasse würdest du einem Anfänger empfehlen? Da würde ich mir diese mal anschauen, habe nämlich keinen Plan. Mir hat damals super gut geholfen, mir durchzulesen, wie sich diese Klasse bewegt, um zu entscheiden, wie mein Spielstil so drauf ist. Hat den Vorteil, dass ich meine Klasse seit anderthalb Jahren spiele und noch nie gerebuilt bin. Du hast ja die Möglichkeit, am Anfang dir darunter durchzulesen, wie die sich so bewegen. Kann ich dir nur empfehlen, ich kann dir keine Klasse empfehlen, weil jeder hat einen anderen Spielstil und sie muss dir Spaß machen. Du musst dich auch nicht auf eine Klasse festlegen, du kannst auch sehr viele ausprobieren. Im Prinzip kannst du dir jede Klasse einmal erstellen und dann gucken, welche am besten zu dir passt. Du könntest dir sogar Tri-Chars erstellen und könntest die dann so ausprobieren, kannst aber leider ein bisschen mehr am PvP dann nur testen. Und Lumas, der hat anscheinend sogar ein Video. Das erklärt wahrscheinlich die Klasse ein bisschen. Weil ich könnte ja zu dir sagen, spiel Dunkelklinge, weil ich sie spiele, aber dann ist sie am Ende gar nichts für dich, weißt du, weil jeder hat ja einen anderen Spaß an seiner Klasse.
Und habe ich deine Antwort verpasst. Ach so, wie es mir geht. Ja, naja, wie man sich halt fühlt in einer Operation. Also ich bin ein bisschen lädiert noch. Ich habe gut zu kämpfen immer noch. Kreislaufmäßig ein bisschen. Und bin ziemlich schwach auf dem Bein. Aber alles gut soweit sonst. Passt schon. Ich lebe noch, ich kann auch grinden. Danke dir, Lumos. Sag mal, Sascha, kannst du dieses Video von Lumos vielleicht einmal verlinken, falls die Frage nochmal kommt? Weiß ich nicht, unter Empfehlung oder Char-Übersicht oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Als Command einmal hinzufügen. Posten wir den jetzt einfach immer. Er sagt, dass Skyler die stärkste Klasse ist. Ja. Das dreht sich ja mal so ein bisschen. Beginner? Ja, mach Beginner. Hoffentlich kann ich mir das merken. Danke dir. Dann haben wir das Outro, ne? Ja, gut. Und sonst geht's allen gut, hoffe ich. Ja, du hast der Command mitgeholfen. Genau, Lumos. Lebensziel erreicht. Ja, hat's geschafft. Na, ey, lass mich vorbei hier. Ich hab noch nicht mal eine Schriftrolle gedroppt, ne? Was ist denn da los, ey? Sugar geht raus. Gibt's nicht, nein. Oha, gestern, ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon diese Naga-Quest gemacht hat, die 1000 Nagas. Hab ich gestern gemacht. Ich war dann auch nach, ich weiß gar nicht, noch 2 Minuten geflaggt. Bei Nagas. Ich hätte eigentlich im Nachhinein hätte ich auf Arscher gehen sollen. Aber egal, ich war dann geflaggt und dann ist mir irgendwie eine LAN in meinen Skill gesprungen, die ich dann getötet habe. Uff, war der triggert auf mich. Uff. Der hat mir gewünscht, dass ich keinen Club beim MP mehr kaufen kann und so. Der war richtig triggert. Richtig, er hat gesagt, ich hoffe, du kommst nie wieder lebend aus deiner Stadt raus. WTF, ey. War witzig, ey. Was geht ab, Gina? Auf 60 Leveln? Warum? Du hast doch einen Char. Ich hab das alles mit der DK gemacht. Muss noch die Oliven jetzt nochmal abernten. Und Pilafes muss ich noch machen. Und ich glaube, dann bin ich schon fertig damit. Ich schwöre, er hat das geschrieben. Ich wollte es upscreen. Es hätte eigentlich irgendwie irgendwo hingemusst, ne? Aber als ich das gelesen habe, ich war so perplex. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Lagging Internet. Hallo Felix. Soweit okay. Soll jetzt nicht jedes Mal die Story erzählen, ne? Lassen wir es einfach, bei mir geht's gut. Hingemusst und Klopapier. Hingemusst? Was? Ist halt so.
Die Leute sind echt bescheuert, ey, ohne Witz. Ich weiß nicht, wer von euch das von Merkel gesehen hat, die Ansage. Wie die Leute sich verhalten, ne? Das ist echt... Voll das Update an Gear gemacht, habe ich. Voll dumm. Wie du... Hä? Ist doch nicht dumm, wenn du ein Upgrade machst. Was hast du denn gemacht, Felix? Hallo, Dark Yuna. Huch. Spring direkt in die falsche Richtung, wenn ich sehe. Na, wie geht's dir? Alle voll von der Rolle. Ist halt so. Ist halt so. Bis später, Lumos. Und denk dran, immer 1,5 Meter Abstand halten. Ja, wir lieben dich auch, Lumos. Schmeiß ich mir meine Loot-Scroll? Könnte ich eigentlich, wa? Mal ein bisschen was droppen hier. Was haben wir denn hier unten? So. Was geht nicht mehr anders? Von der Rolle sein, meinst du? Nee, man passt sich halt irgendwie mit an. Also als ich im Krankenhaus war, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der so in so eine Überpanik verfällt oder sowas, ne? Aber das ist schon ein sehr bedrückendes Gefühl. Muss man schon sagen. Also was ich weiß nicht, wie oft ich mir die Hände desinfiziert habe. Aber es war schon sehr creepy irgendwie im Krankenhaus. Habe eine Blackstar One-Time-Tat gemacht. Die dritte. Ido, alter Angeber. 2 Tunkard-Ohrringe wurde dann noch einen Ruinenring-Tat gemacht. Aber ist doch gut. Oder ist nicht gut. Ja, ich bin wieder da. Noch bin ich nicht von euch gegangen. Wupp, wupp. Easy 17 Monate Twitch Prime. Liebe geht raus. Meine Mama? Nein, nein, die war nur einen Tag bei mir. Die hat nur die ersten 24 Stunden auf mich aufgepasst, weil ich ja nicht allein sein durfte. War einmal nicht reicht. Easy, easy. Einfach nochmal machen. So schnell bekommt man mich nicht los, nein. Ich bin ja ein großes Mädchen. Weil ich operiert wurde. Ich hatte eine Abszessspaltung in der Brust. Deswegen musste ich ganz schnell operiert werden. Leider kein Notfall für mich. Das war vielleicht traurig. Aber ey, wisst ihr was? In der Narkose habe ich mein BDO geträumt. Richtig gut. Völlig behindert, ey. Ohne Witz.
richtig gut. Also ich bestehe nur noch aus Game, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, was ich geträumt habe, aber es war total... Ich glaube, ich habe irgendwas gehabt, aber ich frag mich nicht mehr, ey. Ohne Witz, frag mich nicht. Richtig witzig. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich muss, glaube ich, doch mal zu den anderen lieben Grindern. Habe ich meinen... Was ist das mit meinem Herz schon wieder? Nö. Ach, nee, ist an. Okay. Wupp. Ich brauche mal ein paar Prezi-Steine. Ich habe keinen Bock, welche zu kaufen, ey. Momentan 6.000 Pyrolan, glaube ich, drauf. Oder 9.000? Ich weiß gar nicht. Oder 900? Egal, zu viele. Ich will sie droppen. Das von Miro, davon habe ich noch nie geträumt, ne? Witzigerweise, obwohl ich da keine Ahnung, wie viele Monate verbracht habe. Von Miro habe ich noch nie geträumt. Kein Bock mehr. Easy. Ja, stell dir mal vor, ey. Ich habe leider gerade nichts zum Drücken auf Pen. Also schon, aber den kann ich nicht mehr Österreich grinden, glaube ich. Und mein neuer Plan ist, dann The Pen zu machen und danach Dimtri auf Pen. Das ist der neue Plan. By the way. Das war in deiner Zukunft geträumt. Ja, witzigerweise ist er ja jetzt im Juro und levelt auf. Was machst du jetzt so? 64, ne? Oder? Ja, doch, klar, machst du 64. Bist ja schon 63. Dann The Pen gemacht mit 112. Nice. Ich habe jetzt 5 Tries auf Pen mit der Dande. Die ist ein Miststück, was Ted angeht. Die will nicht so richtig auf Ted springen. Ja, nur casual. Was heißt denn hier nicht so wie ich? Ich habe ganz normal dort gegrindet. Ich weiß gar nicht, was soll denn das hier? Das ist verrückt. Ich bin nicht, nein. Also es gibt nur einen Namen für mich, ja? Den hat wieder an mir verpasst in der Zeit, wo ich da gelevelt habe. Die heftige Luga. Könnt ihr euch merken? Faber, Bomber, Kutum. Ab 50 bis 100 kannst du drücken. Also ich habe für meine Kutum damals 60 gebraucht. Ich glaube, waren 60. Hatte ich die nicht durchgeklickt? Ich glaube, ich habe erst Nuva und dann direkt Kutum gemacht, glaube ich, damals. Kommt drauf an, wie lucky du bist, ey. Aber so im Schnitt 50er bis 100er Fistack. Unter 50... Unter 50 wäre mehr so Tri-Bereich und über 100 wäre dann mehr so Pen-Bereich. Aber hallo, Korea Mechanics. Hab aber noch nicht Hallo gesagt. Lockt er sich jetzt die ganze Zeit hier ein, um zu gucken, ob ich hier noch grinde? Wer ist das? Schon 2,90 oben dadurch. Bei Kutum. Ja, kommt natürlich auch vor, dass man unlucky ist. Leider ist man davon nicht gefeit. Kann auch sein, dass die Kutum bei dir mega scheiße läuft und dann aber dafür die Nuva übel gut bei dir hochgeht. Oder eine Dande zum Beispiel. Oder Xaka. Kommt durchaus auch vor. Ich bin so froh, wenn wir das eine T4-Pad bekommen, ne? Bräuchte mal dringend ein zweites.
bin im Besitz einer 141er Stacks. Was hast du denn probiert? Ach komm, voll um. Was hast du denn gegessen, Sascha? Bei mir gab's Hühnersuppe. Schwarzchen ist noch schlimmer. Seit 13 bei Tagen. Ich hab bei meiner Blackstar mit dem 15. Try gegen sie Ted. Und eine 188er Stack. Also lucky war ich da auch nicht. Nudeln mit Gemüse und Fleisch. Oh, nice. Aber schon schick, macht die Blackstar. Wenn ich hier ein paar dumme Sachen machen, dann nicht wundern. Bei 13? Was empfiehlst du? Oh, ich weiß nicht. Ich habe halt Pendante und Blackstar abwechselnd gedrückt. Das war so ein Mischmasch-Stack. Mach mal Kristalle rein. Ja, ja, muss ich noch. Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass hier welche droppen, weil ich keinen Bock habe, mehr welche zu pre-ordern. Aber ich habe jetzt das zweite Geheimbuch gepre-ordert. Richtig gut. Jetzt habe ich zwei davon am Marktplatz liegen. Und habe mir mal direkt einen Studat bestellt für die Decaying. Was ich vermutlich nicht bekommen werde, aber... schauen wir mal. Mit dem Geheimbuch bin ich momentan ziemlich lucky. Ich glaube, es ist ein Rücktausch schon am gleichen Tag. Wer ist Laura? Ach so, okay. Ja, ich vergesse immer ihren richtigen Namen. Ich weiß gar nicht warum. Welchen Stack hat sie denn gedrückt? Ja, 30. Joa, das ist ja noch relativ normal. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich überrannt werde, Anistria. 153. Oh, na gut, auch recht hoch, ne? Ja. Ja, haben wir ja beide dann zum Glück hinter uns. Den Chiat. Na, Hallöchen. Go in or go home. Na, du? Ich will auch noch gar nicht gucken, wie viel Trash ich die Stunde mache, bis ich nicht meine Kristalle drin habe. Ich hätte halt keinen Bock mehr, über den Pearl Shop dieses Ding zu holen, womit du die Steine aus der Waffe ziehen kannst. Hätte ich natürlich auch machen können, aber habe ich keinen Bock drauf. Ja, deswegen ja. Eben, weil ich ja sowieso Hysteria grinde. Wobei die werden zum Tauchen auch droppen.
Nee, ich habe die verkauft die ganze Zeit. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass ich für meine Blackstar da ja neue Kristalle brauche. Habe ich nicht dran gedacht. Aber egal. War schon. Ja. Entschuldigung. Kann halt mal passieren. Lady Pilo One würde auch viel besser zu mir passen. Wobei, heute ist Gina der Pilo. Gina ist heute richtig lost. Ja, hallo Goku. Gina lost? Oh, wirklich. Ohne Witz. Gina ist heute richtig lost. Endlich zu Hause. Porgy. Ricky Pock. Und wie war dein Tag? Nochmal bis 11 Uhr arbeiten. Jo, ich muss morgen bis 12 und dann habe ich auch erstmal frei. Habe ich erstmal dann. Bis Montag. Beziehungsweise, ja, ganz normal Wochenende dann halt. Hallo Miko. Noah. Huch. 13 Kilometer Radtour, macht schon Spaß. Ist übel warm geworden, ne? Das ist ja das richtige Lied für Gina gerade, ey. I'm lost. Ich glaube, die hat schon wieder Internetprobleme. Na, alle Feierabend. Soll wieder kalt werden? Boah, bei mir ist das erste Mal seit September wirklich warm. Ach, endlich wieder Hystria. Ist das schön. Viel machen kannst du nicht. Nee, das stimmt wohl. Ich genieße das auch total, mit den Hunden rauszugehen, ey. Frische Luft, ein bisschen Sonne. Gerade geht's. Also es lockt irgendwie immer mal jemand ein, aber dann lockt der auch schon wieder weg. Bei mir geht's gerade. Muss ich sagen. Schauen wir mal, wie lange das so ist. Keine Ahnung. Warum geht denn der nicht? Der müsste gehen. Hades? Der Komat müsste eigentlich funktionieren. Ah, der Nightbot schläft ein bisschen. Ah, kommt ja doch was. Hat der Gear-Command genauso ein Delay? Verstehe ich gar nicht. Dürfte gar nicht sein. Und drei Kids. Das stimmt wohl, ja. Ja, vor allem sind die auch zu Hause die ganze Zeit, ne? Keine Schule und so. Und Gear-Command geht direkt. Ja, keine Ahnung. Dann hat er einen Hänger gehabt. Der Gute. T
Bin auch mittlerweile bei 2703 Skillpunkten. Hey. Noch geht das mit dem Pyro sein, ja? Noch ist, noch geht. Ja, hallo, Mr. Leonidas. Leonidas, ne? Ja, war richtig. Ja, ja. Hallo? Hallo? Ich darf mal Lehrerin spielen. Stimmt, Kinder müssen jetzt auch zu Hause unterrichtet werden zum aktuellen Zeitpunkt, ne? So gut, wie es halt irgendwie geht. Dicker Ausnahmezustand, ey. Crazy. Einfach crazy. Guten Abend um 3:30. Na gut. Irgendwo auf der Welt ist bestimmt dunkel. Ja, also guten Abend. Ja, das stimmt. Wenn man das machen kann, Juna, dann ja. Was mit Betran? Der wahrscheinlich auch zu Hause, oder? Ich sag doch, irgendwo auf der Welt ist bestimmt dunkel. Passt schon. Zu 17 Uhr gelesen. Was? Oh wei, ey. Ja, ich hab grad Feierabend gehabt vor einer halben Stunde. Direkt Streamikus Maximus angeschmissen. Arbeiten geht momentan, ne? Gut, darüber kann ich mich halt echt gar nicht beschweren. Ich habe so viel zu tun. Dass sie jetzt schon fragen, ob wir Nachtschichten machen können. Mal gucken. 10:30 Uhr Feierabend. Pock. Geht's denn? Also bei uns ist jetzt aktuell nur noch Supermärkte, Apotheken und Tankstellen. Der Rest hat geschlossen und Restaurants nur bis 18 Uhr, glaube ich. Oder bis 15 Uhr? Nee, ich glaube bis 18 Uhr. Dich immer dran vorbeidasche, weil ich den so schnell kille, ne? Sie erstmal meine AP gewöhnen. Danke dir für den Follow, Mr. Leonidas. So kämpft man mit einer DK. Spaß hier. Ich brauche einen neuen Command, ey. Das bin ich nicht gewesen. Das war jemand anderes. Klingt nur wie ich. Sieht auch nur so aus wie ich. Bei was meinst du bei dem... Ach so, wenn mein Dings kommt, mein Follow-Bild. Ja, ich fand's ja persönlich auch besser, ne, das alte Abfenster. Wo man sich nicht so auf Prozentchancen verlassen hat. Die interessieren mich jetzt auch nicht, by the way. Also, die sind für mich nicht ausschlaggebend. Ruinsring. Wird der alte UI besser? Wobei ich sagen muss, die neue UI im RBF oder generell, wenn du jemanden killst, uff, ich habe mich gefühlt gestern bei Naga-Stream RBF, ne, mit dieser Killanzeige. Alter, war das gut. Nur mein Karma war irgendwann bei 2000.
Ich musste dann auch in den Knast zwischendurch, weil 5 Leute mich gekillt haben. Weil sie mich allein nicht down gekriegt haben. War ein bisschen witzig. Ich glaube, ich musste 80 Schwefel oder sowas abbauen. Ja, der Link fehlt. Ich habe den Link nicht reingemacht. Gib einfach Lady Luga TV ein. Bei YouTube. Ich habe ihn deswegen nicht da drin, weil der ab und zu vom Nightbot gespammt wird, der Link. Ja, mir geht's besser als die letzten 2 Tage. Klinge auch, glaube ich, noch nicht ganz so fit. Meine Stimme ist ziemlich tief irgendwie. Komme auch nicht wirklich hoch mit der Stimme. Ich bin ein bisschen heiser gefühlt. Ja, du kannst ihn auch mit in den Command mit einarbeiten, wenn du möchtest. Ich weiß nur, dass ich den ursprünglich mal nicht da reingemacht habe, weil ich den im Nightbot drin habe. Ja, schmeiß mal die Ohren. Gönnung ist da. Doch, wenn du gerade eh nichts zu tun hast, kannst du den noch ruhig mit dabei tun.